Hallo und herzlich willkommen, ihr seid hier auf dem Kanal von WolloU bei Donkey Kong Country Returns. Bitte setzt euch und lauscht der wunderbaren Unterhaltung, wir wünschen euch viel Spaß, die Kotztüten sind unterm Sitz. Ja, willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns 3D, Spiegelmodus, pieksende Preziosen, fangen wir jetzt an, es wird knüppelhart. Knüppelhart. Das ist hart untertrieben, das schaffe ich nicht, das werde ich niemals schaffen, nein. Wie du das schaffst. Ich gebe dir gleich wieder Tipps. Oh Mann, ich hab nicht mal das Timing, ich weiß nicht mal, wann welcher sich bewegt. Oh, das ist viel zu krass. Das ist doch viel zu krass. Boah! Ich weiß aber was, zufälligerweise. Das weiß eigentlich kein Schwein. Du siehst doch da diese komischen Dinger unten, ne? Die sich da so, die immer so unten rumfahren. Ach so, ja, und die betätigen einen Knopf. Die betätigen einen Knopf, richtig. Und dann bewegt sich das. Ja. Wusstest du das? Das weiß jeder. Das weiß keiner. Natürlich. Wer weiß das? Ja, und woher weißt du das? Das hat dir der Teufel gesagt. Ja, Alter. Weil man das sieht. Das sieht man nicht. Während man spielt, achtet man da nicht drauf. Doch, doch. Das Level ist, glaube ich, gar nicht so schwierig. Nein, nein, nein. Das gibt's ist das absolut Checkpoint? Leicht. Nein. Achso. Da gibt's keinen Checkpoint. Das ist ein K-Level. Ja, du musst halt einfach vorsichtig sein. Ich glaube, nur am Ende ist eine wirklich, wirklich schwierige Stelle. Also das Ende habe ich hier... Scheiße. Das Ende habe ich hier. Dumm. Ja, ich kann das doch im Vorfeld nicht sehen, was da ist. Das Ende habe ich hier im Spiegelmodus noch nie gesehen. Das war dumm. Das war tatsächlich dumm. Ballo. Ja, danke. Ich bin so gut wie sämtliche Let's Playerinnen, die wir immer so suchen. Ja, es ist schlimm. Schlimm ist das. Es ist wirklich schlimm. Es ist ein alter Hut, ne, ein altes Thema, da wiederholt man sich. Bisschen. Ja, ein bisschen schon, ne? Aber es ist einfach schlimm. WolloU hat ja hier in diesem Let's Play mal einen Aufruf gemacht, dass Let's Playerinnen, die mal hier so ein bisschen auf sich aufmerksam machen sollen, sich melden sollen. Wie viele haben sich denn gemeldet? Keine. Ja, das ist schlimm, oder? Was sagt das über uns aus, Cornel? Wir sind Frauen-Typen, das muss man einfach so sagen. Ja, richtig. Die Ladies lieben uns! Woo! So in der Art ist es. Ja, ja, ne, was soll man sagen? Ja, ich kann es verstehen. Das ist ja ganz klar. Oh, fuck. Fuck off. So, jetzt ducke ich mich hier mal auf, wo man das eigentlich gar nicht muss. Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Okay, den hatte ich nicht gesehen. Aber ansonsten war das gar nicht so das Schlechteste, was ich jemals gemacht habe. Jemals. Ja, deswegen, wenn es da draußen irgendwo Nintendo Let's Playerinnen gibt. Die gut sind. Die gut sind. Es gibt ja auch. Ey, es gibt auch eigentlich keine Nintendo Let's Playerin, oder? Es gibt. Ich würde sagen, es gibt wenig Nintendo Let's Playerinnen. Und wenn ihr mir jetzt wieder mit den üblichen Verdächtigen da kommt. Ich suche Let's Playerinnen, die so sind wie wir. Keine Ahnung. Nein, die. Ja, kann ich ja jetzt schlecht Namen nennen, weil ich die kacke finde. Ne? Ja, das ist nicht so gut. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Wenn ich Leute gut finde und den Namen nenne, ist das voll okay. Wenn ich Leute kacke finde und den Namen nenne. Ne, aber die reden alle so, ja, dann machen wir das jetzt mal so. Also hier muss man jetzt nach rechts laufen. Dann musst du sagen, Titten zusammenkneifen und los geht's. Ne, das ist halt so, das finde ich dann ein bisschen zu langweilig. Ne, das ist einfach so. Ja. Die machen so straight and on topic, dass es weh tut. Ne? Dass mir die Ohren bluten. Da bluten mir die Ohren. Entweder irgendwelche Horror- oder WrestleMania-Spiele. Das sind immer so typische Frauen. WrestleMania? Ja, ich weiß, wen du meinst. Die war aber auch richtig scheiße. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich hab da jetzt tatsächlich keinen bestimmten im Kopf. Ich hab da nur so ein. Wirklich, es sind. Das sind da wüsste ich jetzt nur eine, die es gibt, die das macht. Nee, ich hab da schon mal mehrere. Echt? Oder. WrestleMania hätte ich jetzt nicht so als typisches Mädchenspiel gehabt. Ja, nein, ja, das sind dann diese Antitypen irgendwie. Dann gibt's halt die Minecraft-Mädchen, die gibt's auch. Ja. Und dann gibt es diese Horrorspiel, League of Legends und, Oh ja, Mann, sowas. Das ist einfach ein beschissenes Timing, da hätte ich einfach rübergekonnt, okay, ja.
Und es gibt voll wenig so in Nintendo-Gegend. Wenn, dann spielen sie Pokémon. Ja, habe ich auch nicht so wirklich. Ja, Pokémon suche ich nie, das stimmt. Das, da kann ich dir welche zeigen, wird dir nicht gefallen. Ja, super. Ist einfach. Ich weiß ja, dass es dir nicht gefallen wird. Das gefällt mir ja auch. Also, die sind gut so an sich. Für das, was sie tun. Ne? Also nicht, dass ihr mir das jetzt wieder negativ auslegt, aber das ist einfach nicht mein Geschmack. Das ist einfach nicht das, was ich als gut ansehe. Es können 15.000 andere trotzdem als. Zum Beispiel. Hä? Ich würde gerne mal Super Mario World von einer Frau sehen. Oder Mario Kart oder Super Mario 64. So ganz typische Nintendo-Titel. Oh, das wäre geil. Ja, so richtig, die schon jeder gemacht hat. Die würde ich gerne mal bei einer richtig coolen, aufgeweckten jungen Frau sehen, die, und die dann auch so ein bisschen... Ein bisschen hübsch und ein bisschen mit Facecam am besten. Nein, das nicht. Aber nee, so ein bisschen eine Off-Topic-Richtung vielleicht. Das ist noch nicht mal ein krasses Muss, aber es wäre natürlich cool, so ein bisschen dies und das so. Ein bisschen was aus dem Leben, die erzählen nie was aus dem Leben, die ich gesehen habe, ne? Die sind alle nur... Ja, gerade bei Weibern, da interessiert dich doch das Leben, ne? Ja, aber das muss ja noch nicht mal was krass Persönliches sein, sondern einfach Nein, auch hier, ich war heute einkaufen und hab mir neue Nivea-Creme gekauft. Bin ich auch mit zufrieden. Das ist mir egal. Ja, aber sowas will ich hören, ne? So ein Schminkkanal der Let's Play, das wär's. Naja, das muss jetzt nicht sein. Ja. Nein, aber es ist wirklich, ich weiß es nicht. Es hat sich, ihr müsst euch mal reinziehen, 1000 Views hier bei Wollo und es meldet sich keine Let's Playerin. Das ist traurig, Wollo. Oh, das wusste ich nicht, aber so weit war ich noch nie. Ich komm voran, das ist gut. Kann man so sagen. Da wird's ja auch so eine, ey, wenn ihr 10 Abonnenten habt, das ist scheißegal. Wenn die Videos gut sind, das ist interessiert krass. Kein Schwein hier die Abonnentenzahl. Das regelt man dann schon. Genau, die regeln wir. Ich sehe da schon zu, dass ihr mehr Abonnenten kriegt. Ja. Habe ich auch bei Korne geschafft, das läuft. Hallo? Selbst bei hoffnungslosen Fällen, es ist nicht verloren. Macht euch nichts draus. Ja. Wenn selbst bei mir irgendwas drin war, dann... Ey, das darf ich nicht sagen, ey. So, YouTube-Namen sind auch immer sehr saisonbedingt, ne? Sehr saisonbedingt? Ja, wenn dann mal wieder ein neuer... Manchmal sieht man echt... Wobei, ich habe meinen Namen ja auch abgeguckt, von daher darf ich mich da ja eigentlich nicht beschweren. Ich weiß jetzt nicht, was du... Ja, so gewisse Endungen von Namen oder so, die dann auf einmal jeder Zweite hat. Was willst du von mir? Ist egal. Sag ich dir später. ich klicke gerade ein bisschen auf YouTube rum und gucke, was da so gibt. Ja, Minecraft ist immer ein... Boah, ich habe schon so viele Minecraft... Ist einfach ein bisschen traurig. Was machst du denn da? Ich guck dir gar nicht zu. Ich spiel gut. Ja, das habe ich mir so müde gedacht. Deswegen dachte ich mir, ist ja voll langweilig. Wenn es keine Fails gibt, dann habe ich doch keine Lust zu gucken. Ja. Also, der läuft da durch und schafft alles im ersten Versuch. Ich hab im ersten Versuch gesagt. Ich meine, deswegen guckt man ja auch bei mir, oder? Also ich denke schon. Ja, ja. Da geht's schlicht und gramm da, dass man will das richtig. Zwischen scheiß viel Skill und übertriebenen brutalen Skill und Todesskill, könnte man auch sagen. Denn manchmal ist es auch Todesskill. Manchmal ist auch einfach Gott. Das ist so dumm, du hast doch gesehen, dass der... Ja, aber ich war doch schon im Sprung. Ich konnte nicht mehr... Das stimmt. Ich habe mir auch letztens darüber Gedanken gemacht, wie ich mich tatsächlich auch mal verbessern könnte. Und es ist einfach tatsächlich diese Sache, ich laufe immer blind überall einfach rein, eiskalt. Ja, ohne Gnade. Ohne Gnade. Ich habe da keine Gnade mit mir selbst und mit niemand anderem. Und ich verstehe gar nicht, warum. Ich verstehe gar nicht, warum ich nicht einfach auch mal ein bisschen warten kann. Und ja, es dann schaffe. Ne? Aber nein. Ja, genau. Du bist so dumm. Du redest gerade darüber und dann machst du es wieder. Vor allen Dingen, das sind so Plattformen, da musst du nur über den Typen springen. Da kannst du so lange chillen. Oh. Hast du es gesehen, wie ich das gemacht habe?
Ja, das war sehr gut. Ja, nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Wenn du jetzt noch eine Frau wärst, so, dann würde ich dich pushen. Wobei pushen in Bezug auf Frauen ein doofes Wort. So, jetzt werde ich, jetzt ist es soweit. Jetzt mache ich mir einfach mal, Ich mache es jetzt einfach. Ich meine, was spricht dagegen? Weiß ich auch. Nicht viel. Nee, aber so eine weibliche Let's Playerin würde auch mal so eine gewisse Abwechslung bringen, ne? Die könnte man dann auch, wenn man die kennenlernt, könnte man die auch mal einladen, die könnte man mitkommentieren, ja, ne, und so. Das ist einfach mal was anderes. Ich habe ja auch schon mal mit der Maxim Video gemacht zum Beispiel. Das ist einfach was anderes nochmal, wenn man mal nicht immer nur Kerle hat. Weil das ist ja, das ist einfach so ein bisschen, ja. So, und das machen ja viele mit ihrer Freundin, das finde ich immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Würde ich auch tun, wenn ich eine hätte. Die müsste ja natürlich auch ein bisschen, Ja, würde ich wahrscheinlich auch tun, weil es sich auch einfach anbietet, ne? Wenn also, sie Gaming-affin ist, ne? Das ist natürlich ganz wichtig. Sonst ist natürlich... Wenn sie was? Gaming-affin. Ja, klar. Ne? Wenn da auch von ihrer Seite aus Interesse ist und... Ja. Voll übersetzt. Bock hat, dann ja, danke. Dann würde ich jetzt... Dann bietet sich das natürlich an, aber das würde eigentlich auch Spaß machen, wenn man... Du musst ja nicht die Freundin sein, wenn es einfach mal so einen Menschen gibt... Der auch so drauf ist. Ja, klar, natürlich. Das ist schade, weil das findest du einfach nicht. Und aber woran liegt das, ne? Woran liegt das? Ich weiß es nicht. Liegt einfach daran, die haben Angst vor uns, weil wir zu schön sind. Das könnte natürlich sein, ne? Die denken sich, oh, die sehen so gut aus, die reden nicht mit solchen Leuten wie mir. Ja, aber das, da liegt ihr falsch. Das ist die Würde, das ist schön, ne? Das ist... Da liegt ihr einfach falsch. Also ich würde auch mit Hässlicheren reden. Das ist gar nicht so. Ich bin da nicht so. Ja, in der Disco, die Frauen reden mich da auch sehr selten an, weil sie immer sagen, ja, nee, weißt du, du bist so ein Hübscher. Da hast du eh keine Chance. Ja. Der ist ja eh schon vergeben. Ja, aber man täuscht sich. Ja. Wie man sich täuschen kann, ne? Es ist, Mann, ich kann dieses Level nicht. Das ist mir zu schwer. Ach, mach jetzt. Dann mach weiter. Dann lass es aus. Ja, mach ich jetzt. In diesem Part mach ich's noch. Da mach ich im nächsten Part nochmal den Endboss, den ich nicht schaffe. Und dann ist gut. Oh Gott, ich kriege Nervenzusammenbruch. Ich hab voll das scheiß Timing gerade. Bist du noch da? Ja. Dann hör nicht auf zu reden. Warum? Du musst auch noch was machen. Das ist dein Part, hallo? Ja, aber ich muss ja spielen. Sau schwer. So. Ja. Jetzt wäre sie jetzt auch nicht gesprungen. Natürlich. Natürlich, das glaubt doch kein Schwein. Der Controller vor allen Dingen. Ach, Wollo, das schaffst du niemals. Ja, das stimmt. Ja. Endlich mal jemand, der es ausspricht. Tropical Freeze kommt bald, ich muss mal hier langsam durchkommen. Nicht mehr so viel Zeit. Sonst hab ich beide Spiele auf dem Kanal. Das schaffst du ja gar nicht. Wieso nicht? Du brauchst ja mindestens noch 30 Parts. Ja. Wann kommt Tropical Freeze raus? Nein! Was du da? Ich wusste nicht, wie das Timing da ist. Ich hab nichts gesehen. Ah. Ich hab nicht hingeguckt. Boah, wow, Skiller! Was ist denn da los? Ey, da kann man. Boah, du bist so dumm! Aber da kann man einfach durch. Ja, da kann man einfach durchgehen. Ja, das versuche ich jetzt mal. Was hast du denn. Wann kommt du wirklich für Ries raus? 21. Februar. Oh, okay, da so geht's dumm, nicht. Ey. Nee, das ging auch gerade da noch nicht. Nee, aber das wollte ich jetzt nur noch mal testen, wenn ich eine Rolle mache, ob das dann klappt. Oh, das klappt nicht. Das hat man gesehen. Ey, das ist ja krass, was das war. Wow. Weil man da kein Geld mehr hat. Am 21. habe ich gerade erst Geld gekriegt, sozusagen. Ja, das ist ein Top-Datum. Außerdem, ja doch, ein Spiel sitzt immer drin, ne? Ja. Das sagt er so. Anscheinend das jetzt nicht. Sonst würde ich mir Mario Party für ein 3 jetzt kaufen. Nee, ich nicht. Ich hol's mir nicht. Hab ich jetzt schon Lust. Aber ist nicht drin, glaube ich. Ach, für ein LP ist das, glaube ich, scheiße, wenn ich das alleine spielen würde oder so. Ich glaube nicht, dass das
Ja, du willst mich verarschen? Nein, ich bin dazu. Was denn da? Ich bin dazu hampelig unterwegs. Ich weiß nicht, Mario Party Island Tour, ich finde schon ganz cool so. Also ich hätte schon Lust zu spielen, neue Minispiele. Ist auch der normale Party-Modus, oder? Ich hab mich damit noch überhaupt nicht befasst, muss ich zugeben. Ja, ich auch nicht, aber ich hoffe. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass das ein Mario Party ist. Ja, ich auch. Ja. Und ich habe da Mario Party 9 ein bisschen ausgeblendet, um ehrlich zu sein. Ich hatte Mario Party 9 nicht so schlecht, fand ich es gar nicht. Und da habe ich auch ein Let's Play von gesehen. Und fand das Spiel gar nicht so scheiße. Ich habe auch ein Let's Play gesehen, ich hätte es auch gespielt, aber so dieser Klassik. Ich denke mal, wir haben das gleiche Let's Play gesehen. Ja, von der Let's Playerin da. Die geile? Ja. Die geile Let's Playerin, ja. Die haben wir auch gesehen. Die mal oben ohne mit der Facecam. Ja. Die kenne ich. Ja, der Klassikmodus hat ein bisschen gefehlt, fand ich. Der Klassikmodus? Ja, also so, ne, dass man einfach wieder würfeln, Sterne sammeln. So, das hat mir ein bisschen gefehlt. Weil sonst war das ganz cool, aber das hat mir ein bisschen schon gefehlt. Mit dir so alle fehlt, ey. Ja, mir fehlt einiges. Also das darf ich hier nicht alles erzählen. Ja, das ist auch, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die das diesmal gemacht haben, aber ich denke mal, eher was so wie... Was machst du denn da? Ja, es ist schwierig, Entschuldigung. Eher so wie in Mario Party 9. Stelle. Doch, es ist auch an so einer Stelle schwierig, es ist durchgehend schwierig. Ja, aber an so einer Stelle darfst du nicht sterben. Das entscheide ich. Nein. Entscheide dich anders. Oh, das ist ja schon wieder... Das war doch richtig gut. Mhm. Oh. Jetzt entspann dich. So, das hier ist richtig assi. So, das muss ich mir jetzt... Nein, da muss ich jetzt einfach mal chillen eine Runde. Jetzt fallen nämlich die beiden runter. So, jetzt kann ich davor, jetzt muss ich warten. Ja, ich muss warten. Ja, so, weiß ich doch, Mann. Ist doch voll easy. Da kannst du auch warten. Ja, das hätte ich auch getan. Boah, ja, jetzt entspann dich. Oh, das war dumm. Willst du mich ver... Ich wusste, Junge, Cornet, aber um mich jetzt mal kurz, ich rechtfertige mich jetzt mal eben. Oh! Die Sache ist ja die, es ist ja nicht nur so, also man muss natürlich auch auf den Kleinen da achten. Das ist natürlich wichtig, aber es ist nicht nur der Kleine. Und dieses kleine Ding, dieses kleine Vieh. Ach so. Das vergessen die Leute immer schnell, dass man nicht nur auf den achten muss, sondern diese... Du standst da sicher. Diese, ja, aber ich dachte auch, das passt jetzt in dem Moment. Und dann bin ich losgesprungen. Dann während des Sprungs habe ich aber gemerkt, dass es ein Fehler ist. Da konnte ich aber nicht mehr zurückkorrigieren. Tut mir leid. Und so, oh, scheiße, das geht schief, Mann. Das muss ein Scheißgefühl sein, wenn man so auf sowas zuspringt und dann merkt, oh... Könnte ich mir auch scheiße vorstellen. Wenn du so Auto fährst und merkst, oh, die Wand geht doch nicht weg. Ja. 250 auf dem Tacho, ich dachte, die Wand geht, wenn ich so schnell bin. Also ich kann dir sagen, dass ich mal 240 auf dem Tacho hatte und jemand anderes fuhr plötzlich nach links, obwohl er das nicht konnte, weil ich eigentlich Fullspeed so auf dem Weg war. Dann auch gedacht, okay, den bimmst du jetzt mit. Voll in der Eisen. Steht da so quer auf der Autobahn, jo, geil. Echt? Macht Spaß. Das ist ein gutes Gefühl danach. Oh, bist du wach? Gott sei Dank war keiner hinter mir. Oder ist er weitergefahren? Nee, der ist ausgestiegen, hat sich noch erkundigt, ob es mir gut geht. Mitten auf der Autobahn, dann, wie das eben so ist auf der Autobahn. Der hätte auf den Standstreifen fahren können? Nein. Quatsch. Der hätte so gemacht wie ich, schnell weg. Naja, ich bin auch weitergefahren, Mann, ne? Ja, was soll's Warum mache ich das? Ich dachte, ich bin an einer anderen Stelle. So, letzter Versuch für diesen Part. Dann hatten wir jede Menge Spaß in den Backen. Ja, ziemlich. Du stirbst so unnötig so weit vorne immer. Du warst schon mal da hinten. Weißt du, die Tode sind alle unnötig. Erzähl mir mal was ich noch nicht weiß. Und da... Jetzt entspann dich. Ich hab gerade noch gedrückt. Ich hab doch gerade noch gedrückt, Mann. Da kann ich mich nicht entspannen. Da bin ich unentspannt. Dann an solchen Stellen bleib einfach mal kurz stehen. Wirklich. Bleib einfach kurz stehen und guck erstmal.
Ob du jetzt alle 10 Sekunden stirbst oder alle 15, ist egal. Ja, das kann mal passieren. Natürlich kann das mal passieren. Mal. Versteht man? Mann, das ist der Spiegelmodus. Das ist wie Super Meat Boy. Man erwartet das, Gorn. Aha, Super Meat Boy. Wenn ich das hier gucke, und ich sehe, da macht jemand 5-4K, das schwierigste K-Level im Spiel sozusagen, dann weiß ich, dass er das nicht in einen 15-Minuten-Part eben durchskillt. Vor allen Dingen nicht, wenn es jemand ist, der sowieso nie skillt. Dementsprechend, ne? Da reicht ein 5-Minuten-Part in der Regel. Würde ich mir gar nicht angucken, so ein Spasti. Ne? Einfach mal würde ich gar nicht gucken. Hallo? Doch, würdest du. Ich gucke nur Leute mit Part, mit Skill, gucke ich. Ja, mich zum Beispiel. Ah, ist das schön. Warum ich gut. Jetzt warten. Ach, genau. Ehrlich? Das weiß ich doch jetzt. Bin doch nicht dumm. Ja, ich wollte nur auf Nummer. Da kannst du jetzt auch warten mal. Weiß ich doch. Warte auch, bis die nähern sich an, wie du vielleicht merkst. Oh, ja, aber jetzt ist alles scheiße. Fuck, oh. Ja, entspann dich. Ich bin so entspannt, wie man muss. Ja, ich weiß. Und der kommt dahin. Weiß ich doch. Ja, sehr gut. Jetzt ruhig, ganz ruhig. Ich hab Angst. Was? Zeit. Ja, wunderbar. Scheiß mir die Hosen. Ganz ruhig. Ganz ruhig, warte. Ich hab Zeit. Ja, du hast Zeit. Es gibt kein Zeitlimit. Das ist nicht Mario. Da rutscht du ein bisschen. Wow. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so krass gerechnet. Scheiße. Nicht! Ja, ich dachte, der durch das Rutschen kann ich weiter springen. Egal, jetzt kann ich's. Nee. Jetzt machen wir es länger. Yeah! Jetzt schaffen wir diesen Part. Aber das wäre jetzt ein guter, ne, hängen. So ein Cliffer. Cliffhanger. Ein Hangcliffer. Ja, ein Hangcliffer. Ich bin nicht für meine Hangcliffer bekannt. Ja, das stimmt. Das ist, hast du Nachholbedarf. Das ist jetzt, das war übrigens jetzt auch wieder jetzt wäre ich wieder schlechter. Schaffst du. Ja, das ist so dumm an dir. Sagt er. Ja, bei mir ist das was anderes. Ah, vielleicht gibt's ja bei Tropical Freeze auch ein Spiegelding. Ja, den spiele ich. Ja, dann können wir ein Netz ranmachen. Ja, kannst allein lassen. Warum? Bei dir wird Tropical Freeze ein ganzes Jahr laufen, bis das Spiel normal durchgespielt ist. Da brauche ich doch mit dir kein Let's Race, wenn ich schon 7-mal durch bin. Das stimmt gar nicht. Soll es 1,5 Jahre laufen, der normale Modus. Die ersten 100. Ja gut, es guckt bei mir keiner, aber sonst läuft es sehr schnell. Okay, also ich werde es bei dir gucken, wenn es sich beruhigt. Yes. Ja gut, das ist auch das Beste auf YouTube. Zweitbeste, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir teilen uns den Thron. Wenn man Todesskill sehen will, geht man zu mir. Und wenn man Skill sehen will, dann geht man zu Cornel. Ja, das ist halt... Ja, vor allen Dingen, Todesskill ist genau das richtige Wort. Weil so viele verschiedene Tode in dem Level, das kann nur einer. Der Cornel. Das kann nur einer. Guckt euch mal Meat Boy an, The Guy. Das ist der Geile. The Gay. Das darfst du nicht sagen. Scheiße. Böse Alles Wörter klar. In Let's Play sind böse. Ja, sehr. Hey, ho, let's go. Hey, oh. So, letztes Leben in diesem Part. Wollen es ja auch nicht übertreiben. Das zählt dir, das war zu kurz. Ja, das kannst du so nicht anbieten. Nee. Man soll ja wenigstens noch glauben, er könnte es vielleicht jetzt noch schaffen, von der Länge her, wenn man drauf guckt. Ja, wenn du dir wieder ein wenig Zeit lassen würdest, dann würde das auch funktionieren. Eigentlich ist das gar kein Level, wo man sich groß Zeit lassen muss, du siehst es ja. Weil, ne, die meiste Zeit... Aber hinten raus, du musste tatsächlich... Ja, aber hier vorne ist man tatsächlich besser... Man ist besser vorne, wenn man Gas gibt. Ja, aber das kannst du nicht über das ganze Level hinweg... Nein, aber jetzt weiß ich's ja. Ja, das aber hier ist zum Beispiel eine blöde Stelle... Einfach drüber... Ach, scheiße. Ja, das kann aber passieren.
Das passiert den besten Mal, hast ja gerade gesehen. So Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und ciao. Tschüss.